Wiedersehen, Herr Hempel. Und beehren Sie uns bald wieder. Die Brünette, mit der er sonst da war, passte viel besser zu ihm. Liebes Fräulein Müller, wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen? Wer hier mit wem logiert, geht uns nichts an. Diskretion ist die Seele unseres Geschäfts. Trotzdem wirkte die Brünette nicht so flittchenhaft. Fräulein Müller. Ist das so? Bringen Sie die lieber endlich nach Zimmer 13. Champagner? Für Dr. Malz? Was ist dem denn über die Leber gelaufen? Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne ein Zimmer. Oh ja, selbstverständlich gerne. Wenn Sie sich hier bitte eintragen möchten. Sehr freundlich, danke. Wie lange wollen Sie bleiben? Wie bitte? Wie lange Sie bleiben wollen? Höchstens eine Nacht. Eine Nacht. Ja, ich darf. Danke sehr. Dann gebe ich Ihnen die 6. Ein sehr ruhiges Zimmer im zweiten Stock. Wenn ich Sie hinaufgeleiten darf. Ich bin Lydia Müller. Guten Tag, Frau Müller. Wie hoch liegt das Zimmer? Wir haben es zwar noch nicht exakt bemessen lassen, aber etwa 8 Meter über der Straße. Und doppelt verglast. Sie hören so gut wie nichts vom Verkehr. Ich verstehe. Wir hatten auch mal ein Aquarium. Im Restaurant. Hat sich aber keiner drum gekümmert. Deshalb sind die Fische leider alle eingegangen. Wie schrecklich. Tja, für die Fischpflege muss man ein Händchen haben. Und nicht alle Tassen im Schrank. Sagt meine Frau immer. So, da sind wir. Bitte? Danke. Frau Müller, es hat mich sehr gefreut, Sie kennengelernt zu haben. Danke gleichfalls, Herr Kleinert. Wenn Sie noch etwas brauchen? Danke, ich brauche nichts. Wenden Sie sich einfach an mich. Ich bin meistens in der Nähe. Danke. Ich brauche gar nichts mehr. Nicht alle Tassen im Schrank. Sie wird sich wundern. Guten Tag. Guten Tag. Thank you.
Chef! Schnell! Der Gast! Also dieser Kleinert! Herr Kleinert, so viel Zeit muss sein. Nein, er will mitten auf dem Bett, auf einem Stuhl, also der... Fräulein Müller, ich kann nicht folgen. Der hängt sich auf. Wie bitte? Na ja, der steht auf einem Stuhl und hat eine Schlinge in der Hand. In der Hand? So, so. Na, früher oder später hat er sie wohl um den Hals. Und woher wissen Sie das? Weil ich durchs... Das ist doch völlig egal. Wir müssen etwas tun. Polizei, Feuerwehr, Telefonseelsorge. Ich kann nur hoffen, dass Ihre Fantasie nicht wieder mit Ihnen durchgeht. Der geht nicht ran. Sehen Sie. Hallo? 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 Gut, Fräulein Müller, dann werden wir nach dem Rechten sehen. Wenn es jetzt nicht schon zu spät ist. Aber eins sage ich Ihnen, wenn das falscher Alarm ist. Ich glaube nicht, dass dies eine gute Idee ist. Das werden wir ja gleich wissen. Ja, bitte. Herr Kleinert, wir wollten nur nachfragen, ob auch alles zu Ihrer Zufriedenheit ist. Ja, danke. Wieso fragen Sie? Ich hatte vorhin den Eindruck, dass Sie... Ja, dass Sie ziemlich müde sind und sicherlich dringend der Ruhe bedürfen. Also, Herr Kleinert, entschuldigen Sie bitte die Störung. Bitte, macht ja nichts. Aber... Ja, wenn Sie irgendetwas brauchen, dann sagen Sie ruhig Bescheid. Ruhen Sie wohl, Herr Kleinert. Auf Wiedersehen. Fräulein Müller, dieser Gast möchte einfach seine Ruhe haben. Ja, seine letzte. Es ist mir schon peinlich genug, dass wir diesen Gast grundlos belästigen. Ach, und dass da ein Stuhl auf dem Bett war, finden Sie überhaupt nicht ungewöhnlich? Ihre Fantasie möchte ich haben, Fräulein Müller. Ihnen scheint es ja völlig egal zu sein, ob die Gäste sich etwas antun. Hauptsache, die Kasse stimmt. Psst! Ist doch so. Also gut, dann haben wir eben Einweggäste. Ex und hopp mit dem Segen der Geschäftsleitung.
Kleinert? Herr Kleinert! Gott sei Dank. Was machen Sie denn da? Nun, es war Zeit, das Bett aufzuschlagen. Hier am Fenster? Ich hab gedacht, Sie sind vielleicht rausgefallen. Wissen Sie, der Rahmen ist nämlich locker. Wenn man sich dagegen lehnt, kann man leicht. Ich habe unserem Haustechniker schon 1000 Mal gesagt, dass er das richten soll. Und es ist ja ganz schön hoch hier. Ja, es ist viel zu hoch. Zu hoch? Ich leide nämlich unter Höhenangst. Na, Gott sei Dank. Wie bitte? Ich meinte, da bin ich aber beruhigt, dass nichts passiert ist. Am besten, Sie legen sich erst einmal hin und ruhen sich aus. Ja, aber ich bin noch gar nicht müde. Um diese Zeit halten fast alle unsere Gäste Mittagsschlaf. Das hat in unserem Hause Tradition. Ich schlafe eigentlich nie um diese Zeit. Ein Nachmittagsschläfchen hat noch keinem geschadet. Deshalb ja auch unser kleiner Entspannungstrunk. Ja, aber Whisky, meinen Sie wirklich? Whisky entspannt am besten. Und das übrigens weltweit. Wenn Sie noch irgendetwas brauchen, ich bin ständig in der Nähe. Träumen Sie was Schönes. Gute Nacht. Na, Fräulein Müller, haben wir uns wieder beruhigt? Oh ja, alles in Ordnung. Das ist schön. Dann bringen Sie das doch bitte just zu Herrn Kleiner drauf. Danke. Zum Nator? Pforte? Schlaftabletten? Ja, meine Rede. Der Mann braucht Ruhe. Er hat mich angerufen und gesagt, dass er gerne schlafen würde, aber um diese Zeit noch nicht kann. Und ich möge ihm seine gewohnte Einschlafhilfe besorgen. Alles klar, Fräulein Müller? Einschlafhilfe? Mein Gott, Fräulein Müller, jetzt fangen Sie nicht wieder an. Meine Frau nimmt ständig Schlaftabletten, weil ich so laut schnarche. Sie haben sicher recht. Ich sehe wahrscheinlich Gespenster. Fräulein Müller, was machen Sie da? Fräulein Müller? Ich habe gedacht, es reicht, wenn ich Herrn Kleinert nur 2 Tabletten bringe. Dann kann er damit nichts falsch machen. Mhm. Fräulein Müller, Herr Kleinert ist ein erwachsener Mann. Und außerdem, wie soll ich 2 Schlaftabletten berechnen? Hm? Herr Kleinert bekommt das ganze Röhrchen und das kommt auf die Rechnung. Mit Aufpreis fürs Besorgen natürlich. Das ist doch ganz einfach. Darf ich bitten? Ja, bitte. Herr Kleinert. Bitte schön. Frisch aus der Apotheke. Ah ja, danke. Dann wollen wir hoffen, dass Sie helfen. Ja, das wollen wir hoffen. Danke sehr.
Gute Nacht. Gute Nacht. So, jetzt gönnen Sie unserem Gast etwas Schlaf, ja? Gut. Sie sind ja da. Ja, nur wo soll ich denn sonst sein? Entschuldigung, aber da stand bitte Zimmer aufräumen. Nein, nein, da stand bitte nicht stören. Herr Kleinert, wir wollen uns doch hier nicht um Nichtigkeiten streiten. Frau Müller, darf ich Sie mal etwas fragen? Warum lassen Sie mich eigentlich nicht in Ruhe? Weil ich genau weiß, was Sie vorhaben. Wissen Sie nicht? Doch, weiß ich. Und dann auch ausgerechnet hier im Hotelzimmer. Aha. Sie sind also nur besorgt um Ihre Auslegeware. Herr Kleinert, ich möchte nur verhindern, dass Sie etwas tun, was Sie hinterher bereuen. Ich meine, Sie wissen schon, was ich meine. Naja, es hätte ja sowieso nicht geklappt. Ach, Herr Kleinert. Bei mir klappt nie etwas. Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Mhm, den Spruch kenne ich gut. Nur bei mir werden selbst die Stärken zu Schwächen. Ach, jetzt übertreiben Sie aber, Herr Kleinert. Erst neulich habe ich ein köstliches Ratatouille in Angriff genommen. Ach, Sie kochen gerne? Völlig versalzen. Versalzen? Aber das ist doch keine Katastrophe, Herr Kleinert. Dabei hat uns die Versicherung zumindest noch die halbe Kücheneinrichtung ersetzt. Weil das Ratatouille versalzen war? Die Topflappen hatten Feuer gefangen. Ach Gott. Aber was glauben Sie, was mir alles schon im Haushalt passiert ist? Ja, ja. Damals, als mir das Schmieröl auf dem Perserteppich ausgelaufen ist, da haben die noch voll bezahlt. Schmieröl? Auf dem Perserteppich? Und dann die Sache mit dem Wasserrohr, das überhaupt nicht hätte da sein dürfen, wo ich gebohrt habe. Mein lieber Schwan, da hat meine Frau vielleicht ein Theater gemacht. Nun ja, also war sie ein wenig aufgebracht, Herr Kleinert. Weiß Ihre Frau eigentlich, dass Sie hier sind? Ich wollte ihr zeigen, dass ich etwas ganz bis zu Ende bringen kann. Völlig alleine. Dann hätte die schon gemerkt, dass sie mich immer unterschätzt. Tja, das hätte sie dann wohl. Ich bin sicher, sie vermisst sie schon. Die ist froh, dass sie mich los ist. Ach, aber Ihre Fische, die... Meine Fische. Ja, haben Sie sich mal überlegt, was mit Ihren Fischen passiert, falls Sie nicht nach Hause kommen? Ist heute Mittwoch? Ja. Oh Gott. Mittwoch, da versammeln Sie sich immer am Beckenrand. Denn Sie wissen ganz genau, am Mittwoch bekommen Sie immer Ihre getrockneten koreanischen Wassermücken. Sehen Sie, und deshalb rufe ich jetzt Ihre Frau an. Und ich wette, sie macht sich schon furchtbare Sorgen. Ja, ich weiß nicht recht. Doch, doch, da bin ich ganz sicher. Und keine Dummheiten in der Zwischenzeit. Ja. Kleinert? Ja, guten Tag, hier ist Lydia Müller. Frau Kleinert, Ihr Mann wohnt in unserem Hotel Waldesruh am See. Wie schön. Ihr Mann hat, ich meine, er wollte, also, Frau Kleinert, Ihr Mann hat versucht, sich umzubringen. Aha, das ist ja mal ganz was Neues. Und, ist ihm dabei was passiert? Nein, aber... Dachte ich's mir. Sonst noch was? Frau Kleinert... Sie sollten sich verschämen.
Immerhin sollten Sie als Ehefrau zu Ihrem Mann stehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, genau. Schönen guten Tag. Mit wem sprechen Sie denn, Fräulein Müller? Falsch verbunden. Ja, bitte. Und haben Sie meine Frau erreicht? So, nun gibt's erstmal ein Betthupfer vom Haus. Was hat sie gesagt? Mögen Sie lieber ein Mintplätzchen oder Kekse oder. Sicher war sie gar nicht zu Hause. Herr Kleinert, setzen Sie sich. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich amüsiert sie sich irgendwo und genießt es, dass ich gar nicht da bin. Nun, Herr Kleinert, Ihre Frau macht sich ernsthaft Sorgen, nachdem Sie so plötzlich verschwunden waren. Das hatte die wahrscheinlich nicht einmal bemerkt. Im Gegenteil, Herr Kleinert, sie war ganz erleichtert, ein Lebenszeichen von Ihnen zu bekommen. Wie schön, hat sie gesagt. Tatsächlich. Dann hatte sie wirklich ein bisschen Angst um mich. Haben Sie ihr auch gesagt, was ich vorhatte? Ja, das habe ich. Sie war ganz entsetzt und hat gleich gefragt, ob Ihnen etwas passiert sei. Sie mogeln doch nicht etwa, oder? Ich? Also nein, Herr Kleinert. Ich habe Ihre Frau nur so schlecht verstanden, weil sie war ganz in Tränen aufgelöst. In Tränen aufgelöst? Meine Frau. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Die hat in ihrem ganzen Leben noch nicht ein einziges Mal geweint. Sie bindet mir hier die ganze Zeit einen Bären auf, Frau Müller. Und das trifft mich zutiefst. Wahrscheinlich war meine Frau nicht einmal bereit, hierher zu kommen. Aber dieses Mal, das schwöre ich, da wird sie schon sehen, was sie davon hat. Herr Kleinert, bitte. Jetzt ist endgültig Schluss. Herr Kleinert! Denken Sie an Ihre Fische! Mir nicht! Fräulein Müller, was machen Sie eigentlich hier? Man hört das Gepolter im ganzen Haus. Die anderen Gäste. Ach, die anderen Gäste. Herr Kleinert hat sich im Bad eingeschlossen. Mit dem Föhn. Er will baden mit dem Föhn. Was zum Teufel ist denn hier die Steckdose? Herr Kleinert, hier spricht von Schneid. Kommen Sie da sofort raus. Ich denke ja gar nicht dran. Sie, Herr Kleinert, Sie sind gekündigt. Verlassen Sie augenblicklich das Bad. Nein! Herr Kleinert, bitte, Ihre Frau muss jeden Moment hier sein. Sie ist sicher schon unten in der Halle. Ich bin sogar schon im Zimmer. Ist er da drin? Wo kommt die denn jetzt her? Jedes Mal eine andere Katastrophe. Mal sind es Tabletten, mal ist es der Strick. Herbert! Ich komm nicht raus! Herbert, auf der Stelle! Diesmal war ich kurz davor, es wirklich zu tun, Irmchen. Natürlich, Herbert. Sie können es bezeugen. Komm jetzt, Herbert. Du sollst mich nicht immer herumkommandieren, Irmchen. Natürlich, Herbert. Und jetzt komm endlich! Übrigens, danke für den Anruf. Keine Ursache. Fräulein Müller, da haben Sie wohl eben eine kleine Katastrophe von unserem Haus abgewendet. Ich kann es immer noch kaum glauben. Irgendwie tut er mir ja leid. Chef, ich glaube, Sie rufen mal besser schnell den Notarzt.
Was denn noch, Melanie? Ich muss los. Ihre Mutter, sind Sie noch da? Natürlich nicht. Sie führen ein Selbstgespräch. Also stellen Sie schon durch. Und packen Sie mir unseren Vertragsentwurf in eine Folie. Aber bitte nicht das Original. Fragen Sie Britta nach der Kopie mit meinen Notizen. Mutter? Moment, Britta ist gerade mal raus. Bei mir liegt keine Kopie, die müssen Sie auf dem Tisch haben. Melanie, in einer Minute habe ich diese Kopie. Und jetzt bitte raus aus der Leitung. Mutter, mach's kurz, ich bin auf dem Sprung. Ich erkläre dir das morgen, Mutter. Also gut, hör zu und red nicht dazwischen. Ich bin so gut wie erledigt. Doch, ehrlich, die Konkurrenz will mich schlucken. Alle Flughäfen und Großbetriebe beliefern Sie schon mit Ihren Kaffeeautomaten. Und heute erfahre ich, dass Sie an meinem Vertrag mit den Italienern dran sind. Meine letzte Chance heißt fusionieren. Ja, mit der lieben Konkurrenz. Und zwar gleich in einer halben Stunde, verstehst du? Nein, ich brauche kein Geld. Was ich brauche, ist ein angemessenes Outfit, Mutter, und das habe ich zu Hause. Also sei lieb und lass mich jetzt gehen. Ja, ich melde mich. Wo ist diese verdammte Kopie und wo ist bitte meine Sekretärin? Britta guckt sich doch heute eine neue Wohnung an. Ich habe unten alles umgedreht. Keine Kopie, nichts. Eine neue Wohnung. Heute. Na dann kopieren Sie eben noch mal schnell die Originalunterlagen. Die finde ich auch nirgendwo. Und Ihre Kollegin können Sie bestellen, dass sie sich auch gleich mal ein neues Büro angucken soll. Da man heute eigentlich noch erwarten, dass die Angestellten während der Arbeitszeit anwesend sind. Entschuldigung, geht nicht gegen Sie. Kopieren Sie das bitte noch mal, aber wirklich sofort und ganz schnell. Der Kopierer ist schon aus, weil ich dachte, Sie... Dann schalten Sie ihn doch einfach an, Frau Müller. Das wollte ich ja. Nichts, kein Pieps. Zur Schnecke mache ich das, Mädel. Und Sie besorgen mir bitte ein Taxi, aber sofort. Und der Kopierer, Frau Brandecke? Der ist doch gerade für viel Geld überholt worden. Guten Tag, ich hätte gerne einen Wagen zur Elbchaussee 45, aber bitte sofort. Auf Brandecke. In 2 Minuten. Perfekt, ich danke Ihnen. Können Sie bitte das verdammte Ding mal ausmachen? Können Sie eigentlich nur saugen oder... Oder was? Oder meinen Kopierer wieder flott machen. Sonst noch was? Nein. Eine zärtliche Berührung und Ihre Wünsche werden wahr. Ja, das Leben könnte so schön sein. Ach, Papierstaub. Oh nein. Das Taxi ist bestellt, muss jeden Moment hier sein. Eine zärtliche Berührung und Ihre Wünsche werden wahr. Jetzt sind Sie dran. Ich halte so lange das Taxi auf. Ja, könnten Sie vielleicht mal. Einen Moment, meine Assistentin kommt gleich. Auf welchen Namen bitte? Ich warte fort. Brenndecke, Doris Brenndecke. Ich bin schon zu spät. Warum sagen Sie das nicht gleich? Tut mir leid, dass es einen Moment gedauert hat. Ich war gerade tanken, als der Ruf kam. Am besten, Sie fahren über Ehrenbergstraße und dann schräg links in die Jessenhof. Schäferkamp und Schumpf sind immer zu um die Zeit, oder? Ich sage Ihnen, da wollen Sie nur Ihren Sprit bezahlen. Kasse zu, Kasse wieder auf. Ja, vielleicht schaffen Sie es noch. Viel Erfolg jedenfalls. Ich muss wieder rein. Sie können auf Schlumpf und gleich Grindelberg einbiegen, wenn da frei ist, und dann Ebenstraße hoch. Also, wir sind jetzt Elbchaussee und Sie möchten bitte wo genau hin? Bin gleich zurück.
Ja, bitte? Ach was, Britta. Was führt Sie denn am helllichten Tag in unser Büro, wenn ich fragen darf? Verstehe. Und die Kopie von den Akten? Toll. Dann rufen Sie jetzt mal schön bei Oswald und Brinkmann an und bitten um eine kleine Verschiebung unseres Termins. Sagen wir 15 Minuten. Meine Schlüssel. Warum bin ich heute überhaupt aufgestanden? So, jetzt schnell bitte weiter. Lieber Gott, lass es nicht wahr sein. Wie bitte? Nichts. Wir müssen, glaube ich, noch mal kurzfristig umdisponieren. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Haben Sie reserviert? Für Oswald bringen wir einen Brendecke. 3 Personen. Und Brendecke, selbstverständlich. Die gnädige Frau müsste eigentlich schon da sein. Lässt Ihnen ausrechnen, dass sie sich ca. 15 Minuten verspätet hat. Wollen Sie vielleicht trotzdem schon Platz nehmen? Gerne, sehr gerne. Entschuldigen Sie, kam ich hier irgendwo, mein Taxi wartet. Oh, tut mir leid, Sie sehen ja, was im Moment hier los ist. Karin, ich bin's. Ich wollte mal fragen, ist was für mich reingekommen? Nicht. Nee, ich wollte auch noch mal fragen. Jo, nee, wir sind noch hier. Okay, ciao. War nichts. Entschuldigen Sie bitte, ich soll den Herrn ausrichten, dass Frau Brendecke bereits im Haus ist. Und jeden Augenblick hier sein wird. Sie macht sich nur ein wenig frisch, wenn Sie gestatten. Frisch? Also, ja, wir hätten dann gerne 2 trockene Sherry, dann sag ich das. Selbstverständlich. Thank you.
Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Dürfte ich Sie darauf hinweisen, dass es sich hier um eine Herrentoilette handelt? Vielen Dank, ich komme schon zurecht. Die wollen was von mir. Das gibt's doch nicht. Sagen Sie, Sie haben doch gesagt, die Frau Brenndecke sei schon im Hause. Wenn Sie mal nachschauen würden, wären Sie so nett. Ich lasse mal nachsehen. Hausrat, grüß dich. Grüß dich. Will die uns für blöd verkaufen, oder was? Was denkt darüber nach, wie sie den Hals aus der Schlinge kriegt? Brenndecke und nachdenken? Die weiß genau, was sie will. Nützt dir aber nichts. Die kochen mir jetzt in einer halben Stunde ab und dann gehe ich segeln. Apropos, wollten Sie nicht mal wieder mit von der Partie sein? Oh, danke für die Einladung, Partner. Also gut, wenn das hier heute klappt, dann bin ich dabei. Aber eins müssen Sie mir noch mal verraten. Die Italiener schreiben zwar in ihrem Fax über den neuen Vertrag für die Espresso-Maschinen, dass sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Ja, wo ist das Problem? Ja, aber doch nur, wenn wir miteinander fusionieren. Ja, aber das weiß sie doch nicht. Aber sie weiß ganz genau, dass sie mit Rucci allein ihren Laden dicht machen kann. Also ziehen wir sie rüber und sagen Rucci auch noch ein. Geniale Idee. Entschuldigung. Kleines, jetzt nicht. Nein, ich bin in der Besprechung. Okay, bis dann. Ciao. Oswald, schauen Sie mal, ich hoffe, Sie machen keinen Fehler. Ich habe das Fax mal dabei, und zwar Absatz. Also, allerdings gilt dieses Angebot nur für den Fall einer einvernehmlichen Fusion Ihres Unternehmens mit der Firma Brenndecke. Den habe ich abgeschnitten. Sie haben was abgeschnitten? Den Absatz abgeschnitten. Und dann das Fax ganz neu kopiert. Extra für unsere charmante Verabredung. Oder haben Sie eine andere Meinung? Ja, ich bin sprachlos. Ja, macht ja nichts. Kommen Sie, lassen Sie mich nur machen. Aber Oswald, bitte ohne dieses Fax. Also wenn das rauskommt, wenn das auf den Tisch liegt, dann nichts. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Brenndecke geht eh davon aus, dass sie bei Bontempi raus ist. Wenn ich ihr jetzt noch sage, dass wir die schriftliche Zusage haben, knickt die sowieso ein. Und da an der tischen Kaufleuten gilt immer noch das Wort. Alter Fuchs, Oswald. Thank you.
Guten Tag. Herr Dr. Petersen. Frau Brendecke, das ist aber eine Überraschung. Was macht denn der Rücken? Ach, na ja, den Umständen entsprechend. Ja, ja, natürlich, ja. Ach, sagen Sie, könnten Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Guten Tag, meine Herren. Es ist mir wahnsinnig peinlich. Frau Brendecke, dass wir das noch erleben dürfen. Ich hoffe, wir holen das wieder auf. Mit Sicherheit, Frau Brendecke, mit Sicherheit. Liebe Frau Brendecke, nun geben Sie Ihren Herzen noch mal einen Stoß. Wir sind doch keine Unmenschen. Ja, und unser Angebot ist wirklich sauber kalkuliert, ehrlich. Nein, meine Herren, das ist kein Angebot, sondern schlichtweg eine Übernahme meiner Firma. Aber mit Rutscher können Sie weder leben noch sterben. Und Buntempi will nun mal nur mit uns abschließen. Das haben die ganz deutlich gesagt. Haben Sie das eventuell schriftlich? Frau Brendecke, bitte Sie. Oder gehen Sie etwa noch davon aus, dass unter hanseatischen Kaufleuten das Wort gilt, Herr Oswald? Wir haben nichts zu verbergen, oder? Wenn ich da mal einen Vorschlag machen dürfte. Hier ist ein Fax aus Ihrem Büro, Herrn Oswald. Vielen Dank, Herr Dr. Petersen. Aus Ihrem Büro? Für Herrn Oswald? Also? Herr Dr. Petersen war so freundlich, Ihre Sekretärin zu bitten, Ihnen das Schreiben aus Italien noch mal rüber zu faxen. Da es da ja offenbar einen, sagen wir mal, kleinen Übertragungsfehler gab, nicht wahr? Nun, ist jetzt alles in Ordnung oder brauchen Sie mich noch? Nein, nein. Alles in Ordnung. Dann empfehle ich mich hiermit. Und achten Sie auf Ihren Rücken, gnädige Frau. Meine Herren. Tja, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn Sie mal draufschauen mögen. Danke, nicht mehr nötig. Das sollten Sie aber. Dann würden Sie sofort erkennen, dass eine Fusion unserer beiden Firmen für beide Seiten die beste Lösung ist. Ich habe hier schon mal einen Vertragsentwurf ausgearbeitet und bin sicher, dass Sie diesem in allen Punkten zustimmen werden. Allerdings habe ich da noch eine kleine Bedingung. Und die wäre? Siegeln. Segel nur außerhalb der Geschäftszeiten, wenn ich bitten darf.